Hallo liebe Leute, hier ist Shinto von Calcio Rondé und ich bin auf der Leipziger Buchmesse und nehme ein paar, wie soll man sagen, Interviews, ja, Interview-Podcast nehme ich gerade auf und ich stehe neben Mikiko und ja, stell dich einfach mal selber vor, weil ja, das ist immer ein bisschen blöd in Worte zu fassen. Alles klar, ich bin die Mikiko, ich bin halb Japanerin, halb Deutsche. Ich bin so sehr, sehr lange beim Manga-Zeichnen in der deutschen Szene mit dabei, also professionelle Manga-Zeichnerin. Ja, ich habe bei, ja, wie viele Bücher habe ich rausgebracht? Ich glaube 5 oder so inzwischen. Die meisten kennen mich durch Crash and Burn bei Tokyopop und dann durch einen Webcomic online namens Mickey's Minicomics, der jetzt auch vor kurzem rausgekommen ist, auch deutsch. Den ich im Übrigen auch über Kickstarter finanziert habe. Ja, lieben Dank. So, dann fangen wir mal mit der kleinen Fragerunde an. Die erste Frage, wie kamst du zum Zeichnen und wie lange machst du es jetzt insgesamt, also auch mit, ja, bevor du den ersten Manga rausgebracht hast, also die gesamte Zeitspanne? Ja, ich dadurch, dass ich Japanerin bin, habe ich eigentlich Manga immer gelesen. Also auch als kleines Kind ich habe auch 2 Schwestern, wir haben dann zusammen so Märchen gelesen auf Japanisch. Und die hat natürlich Zeichnungen drin und das waren dann Manga-Zeichnungen und das war für mich total natürlich. Also das hat also nicht gedauert, bis Sailor Moon nach Deutschland kam, sondern ich habe halt auch viel früher schon Manga gelesen. Und ja, da habe ich dann einfach irgendwann auch alles immer abgezeichnet und so und ja, und dann nie aufgehört. Ja, und professionell, glaube ich, habe ich 2006 angefangen. Also ich habe 2004 mein Abitur gemacht, ich bin auch ein bisschen älter, auch wenn man es mir nicht ansieht. Und 2006 habe ich dann tatsächlich so meinen eigenen ersten Manga gezeichnet und bei einem kleinen Verlag rausgebracht, den es leider nicht mehr gibt, aber naja. Und der wurde dann tatsächlich von Tokyopop ins Programm mit aufgenommen. Und dann habe ich eben in Grimms Manga Sonderband, glaube ich, einen Beitrag gemacht und dann kam Crash and Burn so als mein erstes richtiges Projekt bei Tokyopop. Ja. Wie war das so? Ja, mein Manga kommt jetzt bei Tokyopop. Okay, irgendwas stimmt da nicht, oder? So ein bisschen unglaubwürdig. Ja, also das war auch so ein bisschen so ein es war surreal irgendwo. Ja. Ich habe einen Workshop gehabt und es war morgens, es war sogar auf der Leipziger Buchmesse, glaube ich. Und ich meine, irgendwo hier auf einer der Bühnen, vielleicht schwarzes Sofa oder so. Und ich hatte einen Workshop so morgens um 10, genau wo die aufmachen, wo alle woanders hin wollen und nicht in einem Workshop sitzen wollen. Dann hatte ich 3 Leute, die vorne saßen und zugehört haben. Aber mein Glück war, dass Tokyopop stand, war tatsächlich gegenüber des schwarzen Sofas an der Messe. Und die haben sich gelangweilt und haben meinen Workshop zugeschaut. Und dann habe ich am Ende natürlich gesagt, ja, meinen kleinen neuen Manga könnt ihr bei mir in der Ecke da hinten finden. Und da ist dann der Chef von Tokyopop hingegangen und hat sich das gekauft. Oh ja, und ein paar Wochen später habe ich eine E-Mail erhalten. Und das war so ein bisschen schon märchenhaft irgendwo. Also ja, schon. Also ich würde mal sagen, glückliche Fügung des Schicksals. Also. Ja, also da gehört viel Glück dazu, muss man sagen. Ach ja, was mich noch interessiert, wo du gerade erzählt hast mit den japanischen Geschichten, mit den Märchen, was hat dir da so richtig gefallen als Kind? Es gab eine Serie, die habe ich immer geschaut als kleines Kind, und zwar heißt die Gegege no Kitaro. Und das ist eine Serie über einen Yokai-Jungen, der sozusagen die Verbindung zwischen Menschen und Yokai so herstellt und den Menschen hilft, die Geisterprobleme haben. Also dann ist dann irgendwie ein Geist in irgendeinem Haus und macht Theater, dann geht er hin und hilft da. Und es war also total witzig, weil es so ein bisschen gruselig war und ich mochte das. Also es war schon eher Richtung Shonen, aber für jüngere Leute. Und das, also als ich ganz klein war, war ich immer so, ich will auch wieder Kitaro sein, der ist so cool und so. Also das hat mich sehr geprägt. Und ich habe aber damals nicht wirklich Manga als was Besonderes gesehen. Es war einfach normal, das ist, was Leute schauen und lesen. Und erst viel, viel später ist mir aufgefallen, dass ich das nirgendwo anders kriege, denn ich bin ja auch außerhalb Japans viel aufgewachsen. Ja, und dann erst habe ich so den Stellenwert wirklich entdeckt, dass das halt, ja, eher rar ist. Und dann, als dann das alles nach Deutschland kam und diese riesige Welle an
Manga, dieser Manga-Boom eben entstanden ist, dann war ich richtig glücklich, dass die Leute jetzt auch endlich das miterleben, was ich halt auch als kleines Kind geliebt habe. Ja, das war schön. Ja, die alten Sachen sind oft die besten, weil ich habe da letztens zwei Mangas von unserem Tetsuka gelesen. Ah ja. Unico und The Wonder Free. Ah, okay. Wonderfree ist mit der Ente, dem Pferd und dem Hasen. Der Hase ist auch allgemein bekannt. Unico, unser kleines blaues Einhorn, ja sowieso. Ja. Und ja, mir hat es ziemlich gefallen. Auch die Wendungen und vor allem, du überlegst dir, die Sachen sind von 1960 und 1970. Genau. Und er hat da schon Sachen eingebaut, wo du denkst, okay, das macht heutzutage eigentlich niemand. Mhm. Also ziemlicher Vorreiter. Also er ist wirklich eine Legende. Absolut, ja. Dann, welche Serie oder Cartoons haben dich im Nachhinein geprägt? Würdest du das mit dem Yokai dazuzählen? Eher weniger. Also zeichnerisch hat das mich noch nicht geprägt. Es war eher inhaltlich. Also dieses, ich mochte Action, ich mochte ein bisschen Mystery. Ich mochte schon dieses Heldenhafte irgendwo. Ne? Also ich bin nicht so ein Freund von Romanzen und sowas. Das finde ich total langweilig. Aber zeichnerisch würde ich mal sagen, habe ich etwa mit 12 einen sehr großen Einfluss bekommen, und zwar Yu Yu Hakusho. Das, glaube ich, heißt Poltergeist Report oder so in Amerika oder auf Englisch zumindest. Mhm. Und das habe ich dann mit so 12 gelesen und das hat mich total umgehauen. Da habe ich einen riesigen Einfluss damals gehabt. Dann steht auch noch auf meiner Liste im Übrigen. Ja, ich weiß nicht, das ist sehr 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so interessant ist. Naja, ich sage ja immer zu meinen Kumpels, wenn die was lesen, wo halt älter ist und sie geben ihren Senf dann danach dazu, dann sage ich halt, du musst es halt so lesen und dabei denken, wann es rausgekommen ist. Genau. Da gab es halt kein Attack on Titan, Naruto, One Piece und wie sie alle heißen. Da war das halt wirklich noch was Neues. Ja, ja. Also das hat mich zeichnerisch ziemlich geprägt, was Gesichter angeht, weil die sehr expressiv war. Das ist übrigens auch der gleiche Zeichner wie Hunter x Hunter. Und genau. Und das waren so sein erster Hit. Dann hat er aber einen richtigen Sprung gemacht, wenn man so Hunter x Hunter und genau. Und ich glaube, dann gab es noch ein paar andere. Also ich habe sehr gerne die alten Werke von Kubo Taito gelesen, bevor er Bleach gemacht hat. Aber das ist dann irgendwann so ein bisschen nicht mehr so interessant gewesen. Und inzwischen ist das wirklich so, dass ich hier und da, egal wo ich was Schönes sehe, das ist immer inspirierend. Und man nimmt immer was mit. Also wenn man was Schönes liest oder sieht oder so, ja, ich denke, irgendwo beeinflusst einem alles so ein klein wenig. Ja. Ja. Ja, ist doch schön, das sieht man auch an deinem Stand. Kleiner Teaser vorweg, ich werde nachher noch ein paar Sachen bei ihr erwerben und die werde ich dann mit ihrer Unterschrift werde ich die dann verlosen. Und da seht ihr auch bei den Sachen, ich werde Verschiedenes kaufen, dass sie auch allgemein, sie setzt sich nicht auf einen Stil fest, sondern schön breit gefächert. Was ich persönlich auch mag, weil ja, es ist zwar schön, wenn jemand seinen Stil findet, aber man sollte immer ein bisschen, ja, die Augen offen halten, sag ich mal. Man lernt ja nie aus, das sollte man beim Zeichnen genauso nehmen wie überall anders. Dann gibt es Zeichner, die du als Vorbild genommen hast? Also ich meine, klar, du hast jetzt ein paar Serien genannt und ich denke mal, dass du da die Zeichner auch nennen würdest, aber gibt es einen, wo du sagst, okay, der hat es mir damals richtig angetan? Ja, also ich denke, da ist dann doch der Zeichner von Yu Yu Hakusho, das ist, jetzt muss ich überlegen, Togashi Yoshihiro heißt der. Und also da habe ich, glaube ich, am meisten Zeit verbracht, auch abzuzeichnen und nachzuzeichnen. Und ich habe versucht, die Ausdrücke eben so hinzukriegen, wie er das kann. Also da habe ich mich am meisten, glaube ich, mit beschäftigt, zeichnerisch. Und nach, also je mehr man zeichnet, desto weniger braucht man dieses Abzeichnen, weil man dann versteht, wie die Formen funktionieren. Also dann hat es schon abgenommen. Aber von Kubo Taito habe ich auch ein paar Dinge übernommen. Und dann irgendwann, ich meine, ich mache es jetzt auch schon 10 Jahre. Ja. Das heißt, irgendwann habe ich auch, das sieht man nicht mehr. Also ich glaube, das sieht man nicht mehr. Wo das wirklich herkam. Also diese Einflüsse sieht man nicht mehr. Aber die beiden, denke ich mal, muss ich sagen, waren doch ein großer Einfluss. Als erwachsene Frau allerdings habe ich dann hin und wieder schon mal so einen kleinen Push bekommen, weil ich unterhalte mich natürlich auch mit Zeichnern. Und da habe ich dann auch sehr viele Leute aus der Games-Branche kennengelernt. Und da frage ich auch gerne um Kritik. Und da habe ich nochmal so einen richtigen Push gekriegt,
wo mir dann über gewisse Dinge erklärt, also Licht und Schatten, Kontraste und Farbtheorie, all diese Sachen, die man eigentlich vorher lernen musste, hat man mir dann im Nachhinein, haben mir Kollegen sehr geholfen, aber da kann ich leider nicht aufzählen, wer das alles war. Die haben auch, das sind auch keine Manga-Zeichner gewesen, es waren in erster Linie Concept-Artists und eben Game-Artists. Ja, gut, aber ich würd sagen, die kann man genauso gut in die Riege reinnehmen, weil ich meine, wenn man sich ich nehme jetzt Klischeetitel, ein Horizon oder so anguckt, ist halt schon bombastisch, allein von der Landschaft her, von dem Chara-Design, also. Ja, ich kann auch gerne mal ein paar Namen nennen. Also klar. Sean Healy ist zum Beispiel einer der Leute gewesen. Das ist, der ist auch auf DeviantArt sehr bekannt. Also es ist der Endling. Mhm. Mit dem war ich sogar eine ganze Zeit lang, also wie sagt man, romantisch involviert. Deswegen habe ich viel von ihm gelernt, muss ich sagen. Also es war wunderbar. Und ansonsten zum Beispiel ein ganz guter Freund von mir ist der Armin, der arbeitet bei, oh Gott, Blue Byte in Düsseldorf. Mhm. Also die haben Anno gemacht. Oh. Und der ist der Art Director dort. Und der hat mir zum Beispiel extrem gute Tipps und verdammt Gutes einfach mit auf den Weg gegeben, das mir enorm geholfen hat. Auch mein Portfolio schaut er sich auch jedes Jahr wieder mal gerne an. Cool. Und gibt mir immer Feedback. Also das finde ich immer super. Also ja. Also ich muss sagen, jetzt die letzten Monate oder sage ich mal das letzte Jahr, wo ich angefangen habe mit dem Kanal und allem, man merkt wirklich, jeder kennt jeden. Das ist so, jetzt nicht nur spezifisch bei dir, sondern auch allgemein, wirklich, der kennt den und die Firma und dann wieder da und hier rum. Also da ist wirklich, dass das Vitamin B alles ist, das ist wirklich... Ja, also ich meine, Zeichner müssen zusammenhalten. So ja, stimmt, ob es jetzt ein Art Director ist oder ob es jetzt ein Manga-Zeichner ist. Genau. Art ist Art, also. Ja, so ist es. Dann welche Musik hörst du am liebsten beim Zeichnen? Ja. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt deinen Stil so angucke, stellenweise ein bisschen poppiger, aber auch mal eine Schippe zurück und ein bisschen ruhiger, also so irgendwie so Chill Out. Sowas. Also lustigerweise Popmusik eher weniger. Also ich höre sehr viel Rockmusik und Metal und Punk. Deswegen auch Crash and Burn. Also es ging ja um Punkrock und so weiter. Also da war das der Standard-Soundtrack. Genau. Also da habe ich auch tatsächlich ganz, ganz viel. Also auch richtig Oldschool-Punk gehört. Ne? Also das ist dann nicht so dieses My Chemical Romance oder sowas. Das ist dann kein richtiger Punk. Hirsch, wenn wir gerade bei Punk sind, eher japanischen Punk oder eher westlich? Ich höre fast keine japanische Musik. Das ist immer ganz witzig, weil die Leute denken, schon. Als Japanerin müsste ich ja japanische Musik hören. Wirklich Klischee. Nee, also es gibt ein paar Bands, die ich toll finde, auch aus Japan, aber es sind eher westlich beeinflusste japanische Bands zum Beispiel. Ah, okay. Also ich mag Maximum the Hormone, die sind mega geil. Ja, sind und ich mag allerdings auch zum Beispiel Red Wimps, das ist dann ein bisschen eher poppiger. Mhm. Also das ist dann so aber eine Ausnahme. Okay. Ja, und ansonsten, ja, so Punk, da habe ich auch richtig alte Sachen, so Iggy and the Stooges und so gehört und The Ramones und so. Mhm. Ja, und ansonsten variiert das wirklich, also es kommt aufs Projekt an und es kommt drauf an, in welchem Zeichenschritt ich gerade bin. Also wenn ich schreibe, kann ich gar keine Musik hören, weil die mich ablenkt, stört. Also das muss dann irgendwie so instrumental sein oder... Mhm. Oder so Coffeeshop-Geräusche, die im Hintergrund sind. Irgendwas, was mich nicht stört. Okay, das ist interessant mit den Coffeeshop-Geräuschen. Da gibt es tatsächlich so 10 Stunden Coffeeshop-Geräusche und so. Also das hilft lustigerweise. Und ansonsten, wenn ich dann zeichne, dann mag ich doch etwas, was gerade zur Atmosphäre passt. Also wenn ich was Niedliches zeichne, dann kann ich zum Beispiel keine dramatische Musik hören. Klar. Das muss dann ein bisschen lockerer sein vielleicht, ne, so. Und wenn ich dann aber halt eine Action-Szene zeichne, dann möchte ich dann doch ein bisschen was Dramatischeres hören. Dann höre ich dann vielleicht manchmal auch Soundtracks oder so, wo dann so Action-Szenen-Soundtracks oder Herr der Ringe ist immer ganz gut. Ja, ja, doch. Ja, sowas in der Art, ja. Gut. Stimmt, das wäre jetzt eine... In dem Sinne umformulierte Frage, also eher aus deiner Sicht, was mir am besten am Zeichnen gefällt. Also, man könnte sagen,
jetzt welcher Zeichenschritt, aber ich formuliere es mal allgemein, auch irgendwelche Liebesszenen oder gerade Action-Szenen, was macht dir persönlich am meisten Spaß? Wo dir danach auch so ein bisschen auf Wolke 7 durch die Wohnung schwebst nach dem Zeichnen? Das ist schwer zu sagen. Oh, es gibt so viele Dinge, die zeichne ich gerne, aber ich glaube, also Action zeichne ich sehr gerne, aber wenn man es nochmal so ein bisschen einschränkt, dann würde ich sagen Gesichtsausdrücke. Also ich bin durch Gesichtsausdrücke überhaupt so ins Manga-Zeichnen gekommen. Also mich hat einfach so beeindruckt, wie expressiv das sein kann. Mhm. Und das ist auch das, was mir am meisten gefällt am Teilen meiner Werke, ja, dass die Leute genau das Gleiche fühlen wie ich, wenn ich das lese oder zeichne, dass da kein Missverständnis ist. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist wie, Zeichnen ist eine Sprache für sich. Ich kann dir schon folgen, weil ich war vor anderthalb Wochen in Logan, also den neuen Wolverine. Oh ja, wunderbar. Super. Ja. Für nochmal ein kleiner Tipp für alle, die sowas wie Watchmen oder sowas mögen, einfach reingehen, das ist herrlich. Ja. Und da nehme ich gerne ein Beispiel, nämlich an einer bestimmten Stelle passiert was Schlimmes und Logan ist so ein bisschen gebrochen, ja, ohne zu viel zu spoilern. Und danach verreckt sein Auto und aus lauter Frustration zerlegt er halt das Auto halbwegs. Und da gab es halt wirklich so ein paar Weiber, die gelacht haben und das war halt absolut fehl am Platz, weil der Autor wollte bestimmt nicht, dass man dann darüber lacht, wie er jetzt voller Emotionswut das Auto zerlegt. Also. Ja, ja. Aber es ist halt auch wieder so eine Szene, wo, wenn man selbst mal so in einer Situation war, dann weiß man ganz genau, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, diese Verbindung, die Leser haben miteinander und mit dem Autor selbst, das ist was, warum ich Manga zeichne. Und ich finde, das ist das, was ich am liebsten mache. Ja. Und ich habe jetzt auch der Messe auch ganz oft gesehen, dass die Leute mein Buch aufheben, mein Mini-Comic-Buch, so ein bisschen blättern, ne, so ein bisschen schüchtern und dann lesen sie ein bisschen und dann lachen sie. Ja. Und das ist der Moment, wo ich sage, so, ach, habe ich doch was gut gemacht. Ich konnte halt jemanden zum Lachen bringen. Weiter hinten in der Allee war auch eine Dame, die hat so ein kleines Mini-Büchchen gehabt, also deins ist dagegen jetzt ein Lexikon, also wirklich so ein kleines, so wie man so alte Kinderbücher kennt, so ein kleines, schmales, viereckiges. Ja. Und die heißt Meine Katze und ich. Oh. Und da kommt halt auch so die Hassliebe zwischen Katze und die vorletzte Seite, ich hasse dich. Und dann kommt sie halt rangeschmust und so hört halt die Geschichte auf, weil ich meine, ja. Ja. Sie sind anstrengend, aber wir mögen sie trotzdem. Genau, ja. Gut, die nächste Frage wäre, dein größtes Ziel ist, aber ich meine, du hast in dem Sinne schon gut was erreicht, aber gibt es noch was, wo du sagst, das wäre mein ultimatives Ziel? Ja. Ich meine, gut, Anime, das ist schwierig. Aber wobei, du bist Halbjapanerin, also so ist schwierig. Ich glaube, das wird ziemlich für Furore sorgen, weil so ein Crossover zwischen westlich und fernöstlich. Ja, also das Witzige ist, mein Traum ist gar nicht, ein Anime zu haben. Mir wäre es viel lieber, wenn ich einen Kinofilm hätte mit Realverfilmung. Also ich habe Crash and Burn gezeichnet. Und für mich passt das nicht als Anime. Und für mich sind das echte Menschen. Und ich würde liebend gern eine Realverfilmung davon sehen. Also das wäre so mein ultimativer Traum, wo ich sage, okay, da muss ich echt nachdenken, ob ich noch was anderes noch erreichen möchte. Also es ist so, dass ich beim Zeichnen auch wirklich versuche, Charaktere zu zeichnen, die real sein könnten und nicht in diese Tropes verfallen, also das ist jetzt der Coole und das ist jetzt der Lustige, das mag ich nicht so. Menschen sind nicht so einseitig und so habe ich die auch gezeichnet, dass die vielseitig sind, vielschichtig sind, viel einfach nachdenken und vermitteln, ohne viel zu sagen, und das würde ich nie in einem Anime rüberbringen können, weil Anime heutzutage auch sehr festgefahren ist, meiner Meinung nach. Das sieht alles gleich aus. Die Intros klingen für mich zum Beispiel sehr oft sehr gleich, leider. Also da habe ich Schwierigkeiten, auch Dinge zu finden, die mir selbst gefallen. Und ich glaube, das wäre doch mal also was mega Geiles, wenn man ein bisschen aus der Reihe auch da fällt und sagt, okay, ich gehe direkt zu Realfilm. Wie wäre es mit Hollywood? Also Hollywood ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Ja gut, ich meine, jetzt haben sie Ghost in the Shell, klar. Ja. Am 30. kommt er bei uns raus. Genau. Ja, dann hat sich Hollywood ja jetzt dran gemacht, nochmal Attack on Titan, nochmal. Wobei ich finde, ein Reboot nach nicht mal einem
Jahr oder so, ist ein bisschen schwachsinnig, okay. Ja. Netflix hat jetzt seinen Death Note-Film, Hollywood hat jetzt seinen Death Note-Film, also sie sind gerade so ein bisschen auf einer Welle, also ja. Warten wir mal ab, vielleicht. Vielleicht können wir die Anime-Serie überspringen und erst den Film machen und nachher Anime. Nachher Anime, ja. Ja, wäre doch cool. Ja, wenn ich da immer gern nehme, weil du meintest, der Anime-Brei ist so ein bisschen immer gleich, ja. Ist Chika Umino, die Zeichnerin von Honey and Clover, und jetzt gerade läuft Free Guts on Online, einer meiner absoluten Lieblinge. Habe ich noch nicht geschaut. Schau rein. Muss ich mal machen. Danke für den Tipp. 12 von 10 wirklich. Du weinst mit ihnen, du lachst mit ihnen, okay. und dieser wunderschöne Zeichenstil von ihr, das ist... Muss ich da mal reinschauen. Und, danke. Und der Realfilm ist auch gerade draußen. Der läuft parallel, und da soll es 2 Teile davon geben, und der hat auch bis jetzt positive Resonanz. Also. Ja, dann werde ich mal reinschauen. Ja, tu das. Ja, das ist ein guter Punkt. Hobbys auszeichnen. Ja, das ist schwierig. Da bleibt nämlich nie wirklich viel Zeit. ich habe tatsächlich angefangen, als ich Band 2 von Crash and Burn gezeichnet habe, habe ich mir eine Bassgitarre gekauft. Das heißt, ich spiele Bassgitarre ein bisschen. Nicht besonders gut, ne? Aber ich habe es mir auch... ich habe eine Zeit lang wirklich jede Woche einmal mich hingesetzt und eine Stunde geübt, aber inzwischen fehlt mir leider die Zeit, und das ist natürlich nicht genug, um richtig gut zu werden. Das gefällt mir sehr gut. Ansonsten, was noch? Ich koche sehr gerne, also ich koche und ich habe... Eher japanisch oder eher westlich? Was? Tatsächlich viel japanisch, aber auch gemischt. Also ich koche gerne querbeet, alles bunt gemischt. Und vor kurzem habe ich tatsächlich auch angefangen zu backen, was ein bisschen schwieriger für mich ist, weil wer meine Mini-Comics gelesen hat, das ging halt früher mal gerne in die Hose. Ja, wenn du irgendwelche Probleme hast, meine bessere Hälfte ist sehr bewandert, was Kochen angeht, und kann einen Käsekuchen nach Omas Rezept. Ah. Wobei, das Rezept wird sie wahrscheinlich umändern, weil das Original, das ist geheim. So ein bisschen... Genau. Alles klar. Und ich bin ja gelernter Koch, also von dem her... So, ja, ja, ich wär. Ein paar Tipps muss ich mir gleich holen. Lieber PC-Software arbeiten oder lieber klassisch mit den Copic-Markern oder mit den Textmarkern? Auch wieder schwer zu sagen. Also es kommt immer auf die Situation an. Ja. Arbeit mache ich lieber am PC, weil es muss immer wieder was abgeändert, verbessert und angepasst werden. Da ist der PC einfach praktischer. Allerdings muss ich sagen, ist es auch anstrengender. Also viele Leute glauben, PC, ach, da machst du einen Filter drauf, dann passt's. Ja. Nee, also ich finde, PC ist viel, viel schwieriger, natürlich rüberzubringen. Also bis das gut aussieht, dauert es länger, als wenn man es traditionell herstellt, finde ich. Und traditionell zeichne ich tatsächlich gerne, wenn ich entspannen möchte. Das heißt, für mich ist das einfacher. Mhm. Und das Einzige, was nervt, ist, dass man dann halt schon mal dass man nicht mal genug davon hat oder die eine Farbe nicht mehr funktioniert, weil die eingetrocknet ist oder so. Das geht einem ein bisschen auf die Nerven, aber ansonsten, ja, also am liebsten zeichne ich mit Bleistift, aber der Rest passiert meistens am PC aus praktischen Gründen, ja. Was benutzt du, Apple oder Windows? Windows. Weil viele Künstler greifen ja gern zu Apple, weil klar, es ist halt eine bessere Datensicherung wie Windows. Da sind wir uns alle einig. Also. Ja, heutzutage kann halt Windows, also ich habe halt eine zusammengebastelte Maschine, also ich kaufe mir nicht so ein Fertigding, sondern ich bastel mir die selbst. Und die Dinger sind halt, also das kann Apple nicht mithalten, und vor allem wird es für ein Apple das Dreifache zahlen, und das kann ich einfach nicht. Ja, klar. Ich muss halt immer wieder upgraden und so, und ich spiele ja auch sehr viele Games. Da muss der Rechner auch ordentlich reinhauen können. Ich bin, Overwatch spiele ich momentan bis zum Umfallen. Okay. Ich habe letztens mir Dishonored 2 geholt, aber noch nicht so die Zeit gehabt, das fertig zu spielen. Aber in erster Linie Overwatch. Okay. Ja, das spiele ich auch competitive, aber... Hast du in LOL oder sowas auch mal reingeguckt, oder ist das eher nicht so... Ja, habe ich, aber das ist mir zu lang und zu anstrengend und... ich habe auch Heroes of the Storm habe ich auch gespielt, aber das spricht mich nicht so an. Ich finde das nicht so, das ist nicht so für mich. Ich kann mich halt nicht so in Sachen, ich habe nicht so die Zeit, mich so damit zu beschäftigen, um gut genug zu werden, dass es wirklich Spaß macht vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.
Ja, manche werden es wahrscheinlich jetzt hören und denken, wie, ja, das also ist, ist der Punkt, bis es Spaß macht. Ja. Aber es ist halt so, es ist ja so, dass man auf minimalste Dinge achten muss, dass es halt passt und dann. Ja, ich kann dir zum Beispiel folgen, weil ich hab vielleicht 5 Runden gespielt und es war's dann, weil es hat mich einfach ein bisschen zu überfordert irgendwo. Ich finde es anstrengend. Ja. Also ich finde zum Beispiel auch so, StarCraft ist auch interessant, es ist ein geiles Spiel, ne? Und ähnlich wie halt League of Legends auch. Ja. Nur das finde ich nicht entspannend, weil du musst halt immer überall gucken, was gleichzeitig passiert und ist denn das hier und so weiter. Und mir fällt das bei Overwatch zum Beispiel viel einfacher. Ich weiß, wie die Klassen sind, wer wen, cancelt, ne? Also wer gegen wen gut ist und so, wann ich switchen muss, welche Dynamik passt, welche Alts funktionieren mit welchen am besten. Das kann ich alles, das kenne ich alles, das geht. Aber bei League, da kenne ich halt keine Charaktere und bis ich die alle kenne und weiß, wie man die spielt, muss ich halt echt ewig gespielt haben, habe ich den Eindruck. Und das ist mir zu viel. Ich komme da zu spät rein, glaube ich. Ne? Und Overwatch spiele ich seit Release. Von daher. Dafür hat sie plötzlich Zeit auf andere Hobbys. Naja, die Matches sind ja viel kürzer. Wie lange geht denn so ein Match? Ich weiß nicht, das kann zwischen, 5 Minuten, 10 Minuten. Okay, gut. Oder okay, so. Gut. Das ist und League ist dann so 40 Minuten und dann verlierst du auch noch. Ja, eben, toll. Da habe ich dann nicht unbedingt Lust drauf, wenn ich habe halt nach der Arbeit so eine Stunde, dann will ich nicht ein Spiel spielen. Da kannst du dann gleich Super Meat Boy oder Mega Man reinhauen, da ist dann das Gleiche. Ja, genau. Ja. Gut, die nächste Frage, die können wir eigentlich ein bisschen einschränken, weil Lieblingsanimes und Lieblingsmangas. Mangas hast du schon ein paar genannt, aber gibt es auch ein paar Animes, wo du sagst? Ja, also die ganzen Sachen, die mich früher beeinflusst haben, sind natürlich auch nicht wirklich so meine All-Time-Favorites. Das war halt in dem Alter, ne, 12, 15 oder so, war das Geilste überhaupt. Ja, ich habe früher auch wie jedermann Sailor Moon gehört, aber ich hab ein paar Folgen zu Hause und es ist leider sehr schlecht gealtert. Also, manche Sachen schaut man sich an und da ist halt Nostalgie natürlich. Ja. Man liebt es immer noch, aber wenn man es mal ganz neutral sieht, manche Sachen sind halt nicht unbedingt so das, was einem heute noch zusagt. Für mich ist nach wie vor ein absoluter Favorit, sowohl Manga als auch Anime, ist Berserk. Also ich bin ein Riesenfan von Berserk. Ich habe leider den letzten Manga habe ich noch nicht. Aber ich habe auch die neueste Serie noch nicht geschaut, weil ich ein bisschen skeptisch war. Wie alle anderen, die Mischung aus ein bisschen zu viel CGI und Zeichnung. Ja, also ich habe mich an die letzten Filme, also das Goldene Zeitalter, die 3 Filme, da habe ich mich schon irgendwann dran gewöhnt, glaube ich. Und ich fand es auch okay und war auch schön. Da kam CGI, aber nicht alles so wie bei der Serie. Genau. Und ich weiß halt nicht, bei der Serie habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Also ich hab keine Eile, sagen wir es mal so. Mhm. Ich warte dann immer ab und höre mir dann immer Rezensionen an und dann irgendwann, wenn ich dann Zeit habe, dann. Ja, und ganz jetzt nach 8 Jahren endlich mal vom Schiff runterkommen. Ja, und mal gucken, ne? Mal schauen, ob das endlich mal passiert. Ne? Naja, er hat ja der Letzte angekündigt, er will es jetzt endlich mal wieder monatlich raushauen. Das wäre natürlich. Na, wie lange das wohl? Bis zum nächsten Idolmaster-Spiel und dann ist schon wieder weg. Ja, mal gucken. Also es ist immer noch meine Lieblingsserie, einfach, also weil ich finde diese Vielschichtigkeit wieder, ne, das hat so viele Ebenen, ja, das liebe ich. Und vor allem, klar, es ist alles düster, dreckig. Genau, und, das mag ich. So ein Berserk in die Richtung würde ich gerne mal von dir lesen. Also. Also bei vielen meiner eher ernsteren Stories ist dann schon, sieht man vielleicht so einen Einfluss. Also ich weiß nicht, ob du Crash and Burn auch gelesen hast, aber da wird dann auch schon mal geprügelt und ich muss sagen, die Action-Szenen da sind teilweise recht hart und das kommt auch schon ein bisschen aus der Ecke, also dass ich das so ein paar Einflüsse von gekriegt habe. Also eine der Lieblingssachen, finde ich, die der Miura-Sensei zeichnet, ist diese Kontrast schwarz-weiß, ne, diese Extreme in eins, das liebe ich. Ja. Ja, und was ich bei ihm noch geil finde, ist die Tatsache, dass, ja, gerade wir haben vorher Chika Umino genannt, Chika Umino und er sind halt absolut, was Detailverliebtheit angeht, die gehen auf manchen Bildern so ins Detail, dass das könntest du ja
wirklich ausdrucken und einfach nur ins ja. Wohnzimmer hängen müssen. Ja, ein Original von ihm hätte ich gerne. Ich wäre auch mal dafür, dass die deutschen Messen so jemand holen. Ja. Oder Chica Umino, wobei Chica Umino ist halt eher anonym. Die hatte, da finde ich ja nicht mal Profilbilder von ihr. Sie, ah, okay. hat ja immer bloß diesen Teddy mit der Krone. Ja, die Japaner achten da sehr drauf und manchmal sind sie sehr scheu. Würde ich aber besser finden, dass sie sich da mal ein bisschen, naja, nicht nur, hey, welcher Anime ist gerade beliebt, komm, laden wir den Zeichner oder den Chef oder, Tja, wir können hoffen. Wir können hoffen. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage, also dadurch, dass du in London wohnst, bist du so ein bisschen mehr gewöhnt, aber eher große Stadt oder lieber idyllisch Dörfle? Also ich bin totaler Stadtmensch. Ich bin in Tokio geboren. Oh. Und okay, auf dem Land, ich mag Natur gerne. Also das ist es nicht. Ich mag wirklich Berge und das Meer und Felder und Wald und so. Das ist wunderbar. Aber solange ich halt irgendwann wieder in die Stadt kann. Ich bin es einfach gewohnt. Es ist praktisch. Ne? Man kann überall mit der Bahn hin und also vor allem London. Da ist die Bahn ist nämlich sehr zuverlässig dort. Oh, okay. Und einfach mal irgendwo in den Bus steigen und alles ist da. Man muss nicht weit und Autofahren tue ich sowieso nicht so gerne. Mhm. Und also das ist, ich bin ein Stadtmensch, ja. Okay. Ja gut, wenn man in Tokio geboren ist und dann auch noch in London wohnt, dann klar, ja. Dann wird man von klein auf. Aber Urlaub auf dem Land finde ich schön, weil abschalten kann man in der Stadt nicht so gut. Nee, das glaube ich auch nicht. Gut, dann hätten wir noch eine Frage bezüglich einem kleinen Vorgespräch, was wir vorher hatten, weil ich auf der Webseite, wo ich mich nochmal vorinformiert habe über das Interview, habe ich gesehen, dass du schon ein Fernsehinterview hattest und du hast auch gesagt, ich kann es mit reinnehmen in den Fragenpool und ja, dann erzähl einfach mal, wie ist es vor der Kamera zu stehen und wie war die ganze Chose? Ist alles ein bisschen überdreht oder ist es so, wie man sich es halt vorstellt? Also ich fand Fernseharbeit sehr, sehr interessant. Ich bin total durch Zufall reingekommen. Ich habe irgendwann ein Interview gemacht und die Crew, die das gemacht hat, fand das wohl so gut, dass die sagten so, hey, möchtest du Rezensionen machen für Manga und Anime? Und dann habe ich das einfach mal gemacht, weil ich dachte, habe ich noch nie probiert. Aber Fernsehen ist immer gut. Also das ist natürlich tolle Promotion und so. Und die Leute merken sich das Gesicht ja dann eher, weil viele Leute erkennen meine Zeichnungen, aber haben mich als Person nicht erkannt. Das Interessante ist, danach hat man mich auf Messen erkannt. Oh. Und dann habe ich sogar auch mal, ich bin auf dem Klo gewesen und wollte gerade so aufs Klo und dann kam eine raus und meinte so, bist du nicht die eine? Die eine. Und ich so, ja, aber ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Also sowas ist dann auch passiert. Ich habe tatsächlich keine Ahnung gehabt, dass ich sowas gerne und gut machen kann. Also soll man ja nicht so über sich selbst erzählen, aber es macht mir unheimlich viel Spaß, vor der Kamera zu sein. Und obwohl ich es nie gelernt habe, haben mir viele Leute gesagt, dass das sehr natürlich rüberkommt. Und wenn ich könnte, würde ich sofort wieder sowas machen. Also ich habe ja JMAC, ich glaube, 9 oder 10 Monate lang gemacht. Und wollte unbedingt auch einen YouTube-Channel weitermachen. Ich habe einen, aber ich poste nicht so oft. aber es ist so viel Arbeit damit verbunden, dass man es alleine zumindest nicht wirklich hinkriegt. Also wenn jemand sagt so, hey, möchtest du ein Interview machen, ne, so wie jetzt, mache ich es unheimlich gerne. Und netter kleiner Spoiler, ich mache meinen Kanal jetzt zurzeit auch allein. Also ich weiß, was es heißt. Interview zu machen, dann heimzugehen, zu schneiden, Thumbnails zu erstellen. Die ganze Beschreibung dann hochzuladen, warum klickt keiner an? Ja, das ist dann ein ganzer Tag Arbeit, der dann dahin ist, ne? Und also, ja, mal gucken. Also ich kenne Gott sei Dank auch einige Leute, die jetzt auch YouTube ziemlich groß sind. Mhm. Und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen vielleicht mich einschleimen kann. Ja, also, das ist ja, irgendwie mein Ziel auch. Das schauen wir mal. Vielleicht, also. vielleicht kann ich mich in Zukunft ein bisschen an dich dranhängen, mal gucken, je nachdem. Ja, ich habe vorhin auch mit der Daniela Winkler zum Beispiel Horrorkissen, ne? Mit der komme ich sehr gut klar. Also vielleicht können wir mal eine kleine Kooperation machen. Ja, das wäre. Der Nino von Nino Taku zum Beispiel, den treffe ich auch immer wieder mal. Und aber der ist immer zu busy, ne? Der muss immer alles Mögliche machen. Aber wer weiß, ich bin immer offen für alles, ne? Und
wenn sich das mal anbietet, dann mache ich es auf jeden Fall sofort wieder. Ja, da wäre ich persönlich auch nicht abgeneigt, falls ihr mal irgendjemand braucht, der eine Lücke füllen kann. Genau. Dann wären wir auch schon bei der letzten Frage, oder was heißt schon, wir haben jetzt über eine halbe Stunde geredet, aber mein Gott, wenn es halt läuft, dann läuft es. Also. Ja. Und zwar wäre die, ob du irgendeine Weisheit bzw. einen Tipp noch hast für die Leute da draußen, die jetzt sagen, okay, ich will jetzt auch sowas machen oder ich habe schon Zeichnen und will auch einen Publisher haben oder ich meine, gut, wir haben ja vorher gesagt, es war in dem Sinne glückliche Fügung, ja. Aber ich meine, ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Das ja, also ich würde mal sagen, mein Tipp wäre, dass junge Zeichner, oder einfach nur, man muss ja nicht jung sein, man kann ja auch alt anfangen. Also ich würde sagen, dass man soll sich nicht so festfahren an Publisher. Also das Internet ist eine wunderbare Ressource für alles. Das heißt aber auch, dass man Sachen wie Fanbase aufbauen selber machen kann und dass man auch Online-Drucke nutzen kann, also einen Online-Druckservice nutzen kann, seinen eigenen Manga drucken kann. Und wenn man eine Fanbase hat, tatsächlich auch dann keinen Publisher braucht oder zumindest am Anfang das mal ausprobieren soll, wie das ist, damit man nicht so hilflos ist. Wenn man einen Publisher hat, muss man auch wissen, was da passiert hinter den Kulissen, ja. Damit man nicht irgendwie so ein bisschen ausgenommen wird oder so. Also das muss man halt aufpassen. Ja. Also wichtig ist, dass man aktiv ist, offen für Neues, also experimentieren und Kritik annehmen, das ist sehr wichtig. Und vor allem dieses, ich will Mangaka werden, muss man nicht mit einem Verlag machen unbedingt. Ja. Also es gibt auch viele japanische Zeichner, die einfach online berühmt geworden sind und dann kommen die Verlage sowieso und wollen das haben, weil man ja schon berühmt ist oder so. Ein Hoch auf Pixiv etc. Genau, ja. Und also das ist doch sehr wichtig, dass man so eine Art Selbstwertgefühl entwickelt und eine Fanbase hat und sagt, okay, die unterstützen mich und die geben mir einen positiven Push einfach vorwärts. Und seine eigenen Rechte muss man kennen. Also das ist auch etwas schade, dass viele, viele Anfängerzeichner sich absolut für zu wenig verkaufen. Und wenn man ernst genommen werden möchte, muss man halt auch wissen, was man wert ist, finde ich. Und klar, im Internet ist da auch wieder die Info, zumindest auf Deutsch, ein bisschen schwieriger zu erhalten. Mhm. Aber dann muss man halt mal ein bisschen googeln und auf Englisch vielleicht mal schauen, was die Amerikaner so verdienen, was die Japaner so verdienen. Und dann sich ein Bild davon machen und Entscheidungen halt gut überlegen, weise Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, jetzt laber ich so vor mich hin. Nee, es gibt so viele Dinge, die ich erzählen könnte. Und ansonsten, das Wichtigste ist doch, dass einem das selbst gefällt, was man zeichnet. Also, was ich ganz schade finde, ist, wenn sehr, sehr talentierte Menschen nur Sachen zeichnen, um Geld zu verdienen. Also, Geld verdienen ist gut. Geld verdienen ist aber gut. Aber man darf halt auch nicht vergessen, warum man das macht, finde ich, irgendwo. Und ich persönlich finde es viel interessanter zu sehen, was jeder so in seinem Kopf sich erträumt, als das, was schon existiert, nochmal zu zeichnen, meiner Meinung nach. Ne? Und also ich möchte vielleicht vor allem jüngeren Leuten sagen, traut euch und macht, was euch am Herzen liegt und ja, ihr schafft das. Ja gut, ich meine zum Thema, du laberst. Ich meine, die Zuhörer haben vielleicht auch das Video von mir mit oder von meinem Kollegen mit Hugi und Dev gesehen. Und ich meine, das geht fast, es geht über eine Dreiviertelstunde, fast schon an die Stunde, anderthalb. Und ich meine, das war sehr informativ. Mit dir war es jetzt auch sehr informativ. Und ich würde mich auf jeden Fall in Zukunft freuen, wenn wir vielleicht gerade auf der Dokumi oder vielleicht bist du auch mal auf der Animuk, eventuell, vielleicht mal. Oder auch nächstes Jahr Buchmesse, dass wir uns dann einfach mal nachmittags oder abends, wenn du Luft hast, mal hinhocken, vielleicht ein kleines Panel irgendwie machen zu irgendeinem Thema oder dass du auch Horrorkissen vielleicht fragen kannst, dass wir da was. Mal schauen, ja. Weil es wäre schon cool. Gerade so Konstellation Horrorkissen, du und Dev, das wäre noch dann so. Ja, das könnte spannend werden. Das wirklich. Aber das könnte dann 3 Stunden lang werden. Ja, aber ich glaube, da hätten die Leser oder die Zuhörer auch Bock und das würde ich dann auch auf Kamera festhalten. Ah, weil na dann, okay. Super. Gut, dann bedanke ich mich und ja, danke schön. Dann
würde ich sagen, gehen wir zurück und dann hole ich noch was für die Tombola, also für die Gewinne sozusagen. Okay, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ciao, Leute.